Also jetzt mal ernsthaft. Als Familienvater kann man ja eigentlich nur noch auf dem Land leben, oder nicht? Das kannst du auch ohne Familie super. Richtig scheiße. Du, sogar solange, besser. Ja, solange echt? Das Land mitten in der Stadt liegt, ist okay. Ja, das würde war bei Sarah schon immer so. Ja, aber... Das ist der einzige Grund, warum das damals mit mir und Sarah gescheitert ist, weil ich wollte auf dem Land wohnen, sie lieber in der Stadt. Und wir wollten Liebe kennt keine Grenzen! Wir hatten keinen Bock auf eine Fernbeziehung. Ja, aber dann ist das auch ja, ich hätte jeden Abend 5 Kilometer fahren müssen. Oskar, wenn du irgendwas da hörst, wenn du da irgendwas hörst, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid. Wirklich. Nee, ist aber jetzt nicht dein Ernst. Doch? Auf dem Land, bei uns. Hab ich was für dich. Aber ich hätte dir schon längst angeboten. Nein. Ja, gar nicht, dass, ja klar, 120 Quadratmeter, Megagarten, Megaveranda. Vier Plätze, ja. Viele Kinder. Ja, und echt günstig. Hat nur einen riesen Nachbar. Du bist der Nachbar. Das ja, stimmt, ist das eine, aber der andere Nachteil ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen. Dem Typen, dem das gehört hat, der 4 Monate da im Bett gelegen, bevor wir ihn gefunden haben. Oh nee, Mann, ich wusste, da ist jetzt so ein Scheiß drauf. Ja, aber du bist so vor Bett eingeschlafen. Deswegen hat es ja 4 Monate gedauert. Ja, das stimmt. Wenn ich mir ab und zu mal so einen 90-minütigen Film streame, dann wird das schnell mal bei mir zu so einer 12-teiligen Serie.